Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Royal Punchline Battle Kanal. Mein Name ist Titus und im heutigen Video geht es um die Best-ofs des Royal Punchline Battles 2019 beziehungsweise um die stärksten in den Kategorien, in denen wir bewertet haben bisher. Das heißt, wir haben uns die Vorrunden, die Zwischenrunden und die Achtelfinals einmal angeschaut und haben in den einzelnen Bewertungskategorien geschaut, wer der stärkste Teilnehmer war, da Toplisten erstellt und die stelle ich euch jetzt in dem Video einmal vor. Wir beginnen mit der Kategorie Bestes Video. Wie gesagt, haben dafür die Vorrunden, die Zwischenrunden und die Achtelfinals bis jetzt betrachtet und dann fangen wir auch mal an. Platz 3 bei den besten Videos bisher ist Zeki mit seiner Achtelfinalrunde, für die er 12 von möglichen 15 Punkten bekommen hat. Hiernach hat das Plaudern ein Ende, Royal Punchline Battles, lebende Legende. Als wenn das schon genug wäre, was soll das mit eurem behinderten Klischee? Dank euch fühlt sich mein Portemonnaie plus mein Konto-Budget. Ihr seid nur Karneval-Patienten, lernt Zeki kennen. JKO-Luxus, Jacobi, seht zu, wie ich die Messlatte spreng. Ich kick euch in die Fresse, das ist meine Message. Auf dem zweiten Platz Hirschelch, ebenfalls mit seiner Achtelrunde und 13 von 15 Punkten. Es ist Hirschelch, Triple Six, der Opfer ins Abyssum schickt. Und allein entscheidet, wer hier falsch und wer hier richtig liegt. Ihr gehört nicht in den Wald, ihr seid Alltagsfliegen. Und ihr werdet Hirschelch dem Heiligen Geist erliegen. Vor Locken, wenn euer Leben verblasst und ihr im schönen jungen Alter diese Erde verlasst. Ich bin ein grausamer Gott, der alles Lebende hasst. Und schicket die Nightfly in die ewige Nacht. Und auf dem ersten Platz in der Videokategorie 45 Records mit der Achtelrunde und 15 von 15 Punkten. Deine Mutter ist dein Vater, deine Schwester ist dein Onkel, Schweinefutter mit Salaba, mein Wert ist da, du bist ein Trottel, hinzugeschaffenes Wesen. Augen wie dreckspaffende Chinesen. Digga, du kommst in den Folterkeller, er hängt dich schon voller Rapper, er hängt dich schon voller Rapper. Ist von deinem Vater missbraucht. Herzlichen Glückwunsch, ey, du hast HIV. Triple Syphilis, das weißt du genau. Selbst wenn du gewinnst, gehst du in einem Jahr drauf. Die nächste Kategorie ist Beste Audio. Hier teilen sich mehrere den dritten Platz, alle mit 12 Punkten. Das sind unter anderem Double Glass. Ey, ist das Zufall, dass ich so viele Scheiß-Rapper krieg? Denn nach diesen beiden krieg ich nur das zweite Brexit-Team. Aber eines hab ich nicht so gecheckt. Rappt ihr wirklich so schlecht oder ist das ein Sketch? Im MRT verliert ihr gegen heftige Rapper? Nee, war nur Spaß, sie flogen gegen Requiem und Mentor. Nice. Bei euren Runden sind nur negative Kommentare, während ich später gegen eure Gegner gewonnen habe. Dann die Jungs von Insane in the Membrane. Schneller, härter, bang, 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 Junge, jetzt wird gebonert. Du alte Fickfotze. Ja. Yeah. Ey, yo, Endzug, wirklich Hammer, dieser Thrill. Ey, sag doch, was du willst, chill. Das, was man dir sagen müsste, passt dir gar nicht hin. Und der gute Hirschelch, wobei wir den jetzt hier nicht einblenden werden, der noch oft genug bei den Trophäen vorkommt. Auf dem zweiten Platz 45 Records. Mit der Achtelrunde und 13 von möglichen 15 Punkten. Verpixel doch einfach deine Fresse und nimm weiter alte Videos und reiß dir ein beim Battle. Diese Mühe, weil sich du schättest, du gewinnst, träum weiter Schlafanstalt. Von deiner Mucke bekam Chaotix Onkel Schlaganfall. Du wurdest von deinem Vater missbraucht. Herzlichen Glückwunsch, ey, du hast HIV. Triple Syphilis, das weißt du genau. Selbst wenn du gewinnst, gehst du in einem Jahr drauf. Auf dem ersten Platz Flo mit seiner Achtelrunde und 14 von 15 möglichen Punkten in der Audiokategorie. Nächstes Battle, wieder wacke Flagge klatschen, 9 Minuten, erste Runde, ihr habt Battle Rap verstanden. Und wenn ihr für die Scheiße, die ihr Dullis fabriziert, zurecht kritisiert werdet, heult ihr ohne Grund rum wie Verlierer oder kleine Kiddies, die ihren scheiß Lolli nicht bekommen. Deshalb den bösen Chaotic in den Comics in los Fronten. Kritik und Fähigkeit passt zu euch kleinen dummen Toys, ihr seid zu Toxic League, Spieler sind ein Scheißdreck gegen euch. Nun folgt die Kategorie Bester Flow. Hier haben wir auf dem dritten Platz Insane in the Membrane mit der Achtelrunde und 14 von 20 möglichen Flow-Punkten.
Mein Rappen, scheiß Rap, mein Rap, tritt dir das Bein weg, egal wie sehr du dich reinhängst. Kein Mensch feiert deinen Dreck, wirklich ehrlich gar nicht. Alter, immer wenn du rappst, dann werd ich apathisch und frag mich, ob ich im Koma lieg. Komischer Freak, bitte kneif mich mal wer, ich nehm dich einfach nicht ernst, fuck. Fuck, ist das meine Matrix, die Flacke? Guck, dein Grabstein mit Pfandflaschen gepflastert. Du haust so richtig einen raus, okay, Alter. Wir machen Party, du Bastard, Party, du Bastard. Auf Platz 2, dann Hirschelch mit seiner Vorrunde und 15 von 20 möglichen Punkten. Schelch. Ey, oh Nemesis, ich erhänge dich. Dein Fall voller Tod ist mein Benefit. Du bist so undeutlich, dass man nicht weiß, ob du Lappen gerade Deutsch, Rumänisch, Spanisch oder Englisch sprichst. Hiernach ist deine Sprache ein Schluchzen, ein Tränen, mehr salzig mit Ebbe und Flut. Halt deine Fresse und lern das mal sprechen, bevor du es mit Treppen versuchst. Gefolgt. Oder nee, angeführt wird die Liste von Double Glass und Flo. Diese teilen sich den ersten Platz mit 17 von 20 Punkten und ja, bewertet wurde da jeweils die achte Finalrunde. Du verschluckst mehr Wörter als in einer Buchstabensuppe. Verschluckst du mehr Wörter als ich nach einer Buchstabensuppe? Habika, was ist denn das für eine Scheiße? Wenn du schon beitest, könntest du lieber wen anderes beiten und nicht so arme Vergleiche, weil solche Taten nur zeigen. Du musst kopieren, um mal irgendwie passabel zu reimen. Nicht nur der Text, doch deine Maske ist Mist. Jetzt wird der Alaska-Fucker zur Sahara geschickt. Und in dem MRT hast du paar schöne Schläge reinbekommen. Doch da die Rettung, du und Sketchy, gebt euch gegenseitig Props. Da werden die Noten jetzt zerfetzt, ihr seid der Inbegriff von Hudson. Ostis und Ende wie der Opa in eurem unlustigen Scratch. Ich hab laut gelacht, selbst der Opa hatte keinen Bock mehr, sich das RTL 2 Niveau zu geben und hat direkt ausgemacht. 160 Likes für ein Underground-Rap-Turnier. Eure Fans haben scheinbar genauso wenig Ahnung von Rap wie ihr. Oder wie es eure Mom nennt, zusammen als Schätzchen. Da dachte ich mir einfach nur so, halt deine Fresse. Die nächste Kategorie ist der Text. Bester Text. Auf dem dritten Platz mit 20 von möglichen 30 Textpunkten der Lüneburger Bergsportverein mit der achten Runde. Yeah, ey, in dem Moment, wenn das Headset zum Image passt, ist doch klar, dass man etwas nicht richtig macht. Man sieht dich an und man checkt, dass du rausfliegst. Dabei das Allerschlimmste ist, dabei du rappst, wie du aussiehst. Du kriegst nen Minecraft-Beat. Verdammt, das ist ja süß. Schau's, dass dich keiner sieht. Verdammt, das ist ja süß. Das wird ein leichter Sieg. Ey, yo, ey, Kneipe, Hustler, wir dachten, wir wären die Süßesten im Turnier, hä? Auf dem zweiten Platz, Hirschelch. Mit 22 Punkten, die bekam er sowohl für seine Achtel wie auch für seine Vorrunde. Dich vor dem Elchchen nach, du hast noch nie Sex gehabt, sehr siebelig, fünftes Rad im Wagen im Viervierteltakt. Du mickriges Kind, könnte man dich nur im Ansatz verstehen und wüsste, was du da so laberst, dann wüsste man wohl, dass die Texte beschissene sind. Hör einfach auf, du bist widerlich und wack. Das Beste an der Quali war der Beat Producer Tag. Und auf dem ersten Platz mit 23 von möglichen 30 Punkten Flo und seine achte Runde gegen 45 Records. Ihr seid dieselbe ekelhafte Person und wie ein kaputter Spiegel. Euch fehlt es an Reflexion. 45 Records, ihr nehmt euch so ernst, aber seid keine echte Gefahr. 45 Records, ihr seid keine Gangster, stellt euch nicht als Escobar dar. Nun kommen wir zur nächsten Kategorie, beste Runde, Gesamtpunktzahl. Auf Platz 3 Hirschelch mit seiner 8. Runde und einem Gesamtwert von 73 Punkten. Auf Platz 2 Hirschelch mit seiner Vorrunde und einer Gesamtpunktzahl von 77 Punkten. Und auf dem ersten Platz Flo mit seiner 8. Runde und 82 von möglichen 100 Punkten. So, dann auch weiter zur nächsten Kategorie. Bestes Battle nach Gesamtpunktzahl, also beider Teilnehmer. Das ist mit Abstand 45 Records gegen Flo. Dann haben wir nochmal geschaut, was war Chaotix Lieblingsbattle. Das war auf jeden Fall Hirschelch versus Nemesis. Und mein persönliches Lieblingsbattle bisher war Molle Moll versus Jastic and Rico. Die nächste Kategorie, da geht es mehr um unsere subjektiven Eindrücke, Geschmäcker und Meinungen. Und die nächste Kategorie ist Beats. Jeder von uns hat sich 5 Beats herausgesucht und diese in eine Topliste, in einer Topliste gerankt. Und die trage ich euch nun einmal vor. Starten wir mit den Lieblingsbeats von Chaotic. Platz Nummer 5. Zeki mit seiner Vorrunde.
Ich hau dir Patches um die Ohren, ich bin für den Kram hier geboren. Ich kann hier nicht verlieren, denn jede Zeile, die ist bitte, trifft enorm. Lukaschi oder Grappy oder Schlaftablette versus Jacky ist wie Amateurspieler gegen Messi. Platz Nummer 4. Flo ebenfalls mit seiner Vorrunde. Zeitpro macht auf Sommer Sonne, Sonnenschein. Doch wenn ich mit dir fertig bin, bist du nicht sorgenfrei, sondern verletzt, genau wie Kobe Bryant. Zeitpro, du wirst jetzt gefickt, denn ich hämmer auf deinen Kopf, so wie beim Klavierunterricht. Platz Nummer 3, Double Glass mit seiner Achtelfinalrunde. Ey, ist das Zufall, dass ich so viele Scheiß-Rapper krieg? Denn nach diesen beiden krieg ich nur das Zweitwechsel-Team. Aber eines hab ich nicht so gecheckt. Rappt ihr wirklich so schlecht oder ist das ein Sketch? Platz Nummer 2, Flo, ebenfalls mit seiner Achtelfinalrunde. Five Records, ihr nehmt euch so ernst, aber seid keine echte Gefahr. 45 Records, ihr seid keine Gangster, stellt euch nicht als Escobar da. 45 Records, verpackt eure ganze Route in einen Dreckskommentar. 45 Records, doch der Sieger, der war vor dem Battle schon klar. Und auf Platz 1, Hirschelch mit seiner Vorrunde. Lyrische Schwäche und grottiger Flow sind bei deinem Rap anscheinend additiv. Sie ist doch ein Junge, dein Zug ist abgefahren, wie man im Clip deiner Quali sieht. Fauna, die Gang vorzukommen in den Wald und dann warte ab, du wirst das Fleisch schlucken. Nemesis, du stehst am Bahnhof und filmst ein paar Züge, ich will dich aufs Gleis schubsen. Aber im Gegensatz zu anderen Vorfällen weiß man, dass dein Ende gar keinen juckt. Es gab nicht einmal eine Pressemeldung, hätte dich ein weltberühmter Staatsfunktionär von dem Bahnsteig geschubst. Kommen wir zu meinen Lieblingsbeats. Platz 5. Hirschelch mit seiner Achtelfinalrunde. Ihr seid Alltagsfliegen und ihr werdet Hirschelch dem Heiligen Geist erliegen. Voll locken, wenn euer Leben verblasst und ihr im schönen jungen Alter diese Erde verlasst. Ich bin ein grausamer Gott, der alles Lebende hasst und schicket die Nightfly in die ewige Nacht. Ihr werdet grad zerfleischt, wie Gottes prophezeit. Nightfly Parade, Beispiel Hoffnungslosigkeit. Platz 4, Insane in the Membrane mit der Vorrunde. Battle gegen Insane, fegt eure Fresse weg. Das straight Battle Rap und kein Balletttanz. Heftige Choreo, aber ich erinnere mich nicht, dass dabei Black Swan mal abgerappt hat. Für euch ist Endzeit, Armageddon, eure Quali looks like Hits von dem F-Bong. Wie ihr da zappelt, Digga, was für ein Wild. Ihr habt euch doch schon mit dem Strap-On gefegt. Ich wünsche euch Krebs in der Blutbahn, euch zu töten, Digga, das fühlt sich gut an. Platz 3, Hirschelch mit seiner Qualifikation. Sie warten sehnsüchtig aufs ewige Schlafen. Die Furcht als omnipräsenter Begleiter, der Hirsch als quälender Schlechter und Treiber der ewig Verlorenen. Im Mondlicht wird das Glück dieser Sonnenkinder genommen, vom im Nebel geborenen, schemenhaften Dämon, der die Hirschmaske trägt und im Wald gerne Erwachsene und Kinderchen quält. Platz 2, 45 Records mit der Achtelfinalrunde. Ich öffne mein Handy, Pop-up Nachricht von dem Drecksturnier. Ich köpfe chaotic, du Opfer an sich, bist echt schlecht kopiert. Von Julians Block auf dich hat Julian kein Bock, ich schick die Hooligans in dein Loft. Du bist doch schwul und lutscht sein Cock, ich scheiße ebenso. Auf Flo's angeblichen Ehrenflow, du bist ein Hurensohn und ehrenlos. Und du googelst, obwohl du schwul bist, nach Heteros. Willst Trubel, aber verdienst Schläge wie einer mit Megafon. Und auf dem ersten Platz der Lüneburger Bergsportverein mit dem Achtelfinale. Du hast deine letzten Gegner unterschätzt, aber gut, dass deine Runde klang wie jede deine anderen. Und mir ist egal, wie lange du rappst, ja, du bringst ja Witze, aber sag mal, wo sind deine Punches denn? Sei doch mal ehrlich, du glaubst selber nicht, du wärst hier besser, denn du stehst in Videos da wie in Informatik, Erstsemester. Double Mag, erzähl ich, deine Texte sind mies, ich kann verstehen, dass du im Video so die Fresse verziehst. So, die folgende Kategorie listet die Royal Punchlines, also einmal hat Chaotic sich 5 royale oder Lieblingspunchlines bisher herausgesucht. Die werde ich euch nun einmal zeigen. Starten wir mit Platz Nummer 5, Hirschelch vs. Nemesis, Vorrunde 1. Würdest du so reden, wie du rappst, bekämpfst du deine Bande, gibst du nur verminderten Kaufpreis, denn deine Aussprache Art, wärst du längst der Besitzer von einem behinderten Ausweis.
Platz Nummer 4, Flow vs. 45 Records, Achtelfinale. Kein bisschen kreativ oder künstlerisch, Mitte 20 und schlägt eure Mom vor, die euch Rücken gibt. Platz Nummer 3, LBV, also Lüneburger Bergsportverein, vs. Double Glass, Achtelfinale. Und dein Gesicht double, fuck, du siehst ohne Spanne aus wie andere mit Spanne, yeah. Platz Nummer 2, Frozen vs. K9 Raps, Vorrunde. Feierst Planete Affen, hab ich nicht gepackt, weil du halt 1 zu 1 hast, aus den deines Lieblingsaffen hast. Platz Nummer 1, Hirschelch vs. Team Nightfly, Achtelfinale. Ist schon ulkig, wenn einer von euch minus 1 als Titel trägt, während der andere eine 0 ist. Und aussieht wie ein Gamer, dabei ist das geistige Age of Empower 3. Kommen wir zu meinen Lieblings-Punchlines, beziehungsweise zu meinen royalen Punchlines. Platz 5, Molle Moll, Achtelfinale. Ich mein Säcke in der Runde, was habt ihr euch gedacht? Ihr stellt euch so stark in den Schatten, dass ihr denkt, es wäre Nacht. Jungs, traut euch doch mal in eine Gay-Bar. Traut euch doch mal in eine Gay-Bar. Traut euch doch mal in eine Gay-Bar. Platz Nummer 4, Lüneburger Bergsportverein, Achtelfinale. Dein Gesicht double, fuck, du siehst ohne Spanne aus wie andere mit Spanne, yeah. Platz Nummer 3, Hirschelch, Achtelfinale. Wenn die Hiebe des Hirschen dir auf die Brille zielen, wird Pickelgesicht zum zweiten Pixelgesicht im Team. Fast unschlagbar und mit den roboterhaften Stimmen wäre als Crewname Team 8-Bit akkurater. Platz Nummer 2, Lüneburger Bergsportverein, Achtelfinale. Doch Double, mal ganz ehrlich, deine Texte sind mies. Ich kann verstehen, dass du im Video so die Fresse verziehst. Und du wurdest in der Schule sicher gemobbt. Der Mund bewegt sich so, als hättest du Gewitter im Kopf. Das, was du Humor nennst, nenn ich hochgradig peinlich. Aber auf dein Kiefer-Game ist jeder Koks-Junkie neidisch. Und Platz Nummer 1, Flow, Achtelfinale. Ich find's lustig wie ich Pico so ne Flow Battle. Doch der Channel eurer Mutter ist mein Lieblings-Yu-Gi-Oh! Channel. Gegen mich seid ihr von Versagenseins geprägt. Ja, da habt ihr wohl das falsche Kartendeck gewählt. Die nächste Kategorie ist beste Hooks. Fangen wir an mit der Top 3 von Chaotic. Platz Nummer 3, Flow, Vorrunde. Du bist wieder mal dabei, aber du schaffst es echt leider nur den Stock zu performen. Du hast leider keinen Style und musst deshalb schlechte Friede, Freude, Songs hier recorden. Du hast leider keinen Style und das merkt man auch. Du bist wieder mal dabei, doch fliegst erstmal raus. Tut mir leid, dass du echt keinerlei Chance hast und dass du mich hier als erstes willkommen hast. Platz Nummer 2, 45 Records, Achtelfinale. Flow, du wurdest von deinem Vater missbraucht. Herzlichen Glückwunsch, ey, du hast HIV. Triple Syphilis, das weißt du genau. Selbst wenn du gewinnst, gehst du in einem Jahr drauf. Flow, du wurdest von deinem Vater missbraucht. Herzlichen Glückwunsch, ey, du hast HIV. Triple Syphilis, das weißt du genau. Selbst wenn du gewinnst, gehst du in einem Jahr drauf. Platz Nummer 1, Flow, Achtelfinale. 45 Records, ihr nehmt euch so ernst, aber seid keine echte Gefahr. 45 Records, ihr seid keine Gangster, stellt euch nicht als Escobar da. 45 Records, verpackt eure ganze Wut in einen Dreckskommentar. 45 Records, doch der Sieger, der war vor dem Battle schon klar. Kommen wir zu meinen Lieblingshooks. Dritter Platz, Molle Moll, Achtelfinale. Jungs, traut euch doch mal in eine Gay-Bar. Traut euch doch mal in eine Gay-Bar. Traut euch doch mal in eine Gay-Bar. Gay-Bar, Gay-Bar, Jungs. Traut euch doch mal in eine Gay-Bar. Traut euch doch mal in eine Gay-Bar. Traut euch doch mal in eine Gay-Bar. Gay-Bar, Gay-Bar. Zweiter Platz, Flow, Achtelfinale. 45 Records, ihr nehmt euch so ernst, aber seid keine echte Gefahr. 45 Records, ihr seid keine Gangster, stellt euch nicht als Escobar da. 45 Records, verpackt eure ganze Wut in einen Dreckskommentar. 45 Records, doch der Sieger, der war vor dem Battle schon wieder. Und auf dem ersten Platz der Lüneburger Bergsportverein, ebenfalls mit dem Achtelfinale. Du kriegst nen Minecraft-Beat. Verdammt, das ist ja süß. Schau's, dass dich keiner sieht. Verdammt, das ist ja süß. Das wird ein leichter Sieg. Ey, yo, ey, Kneipe-Hustler, wir dachten, wir wären die süßesten im Turnier, hä? Du kriegst
pickst nen Minecraft-Beat. Verdammt, das ist ja süß. Schau's, dass dich keiner sieht. Verdammt, das ist ja süß. Das wird ein leichter Sieg. Ayo, ey, Kneipe, Hustler, wir dachten, wir wären die süßesten im Turnier, hä? Die nächste Kategorie, da haben oder waren Chaotic und ich uns einig, ist bestes Feature. Dieses geht an Hirschelch, der das Feature war von Insane in the Membrane gegen Entzug. Party, du Bastard, Party, du Bastard, Party, du Bastard. Du bist nicht witzig oder gut, dass du hier bist, ist schon Betrug. Und das werf ich dir vor Entzug, deshalb werf ich dich vor Entzug. Hirschelch, Lyrikmeister, deiner Ausstrahlung zufolge wirkst du auf uns alle, als hättest du Typen geiler Frauenhasser. Behauptest zwar, dass es nicht stimmen würde, aber wir drei wirken besser und wirken so glaubhafter. Wir sind nicht zu vergleichen, heißt, du kommst gegen den Flow nicht an und wirst somit am anderen Ufer bleiben. Die nächste Kategorie ist beste Memes. Hier hat Chaotic sich ein bisschen zurückgehalten und beste Memes und auch die folgende Kategorie Bad Bars. Ja, da habe ich einfach mal, was mir so vorschwebte, nochmal gelistet, beziehungsweise bei den Bad Bars dann die unterhaltsamsten, die sich eingebrannt hatten, ja, da nochmal reingepackt. Beste Memes, Platz 4, Deno Beats. Der Beat ist zu Ende, scheiße. Egal, a cappella. So, jetzt bin ich in der Tonlage drin. So, was wollte ich noch sagen? Genau, ja, ich wünsche dir viel Erfolg, ne, weil wie gesagt, mir ist das scheißegal, ob ich gewinne oder verliere. Ne, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf diesen Scheiß, ne, weil das ist unnötig, das ist unter meiner Würde. Ja, das ist eigentlich total sinnlos, hier dieses Battle-Rap. Beste Memes, Platz 3, Mac zu dem P. Spaß. Aus Alaska willst du die schlimmste Kälte spüren, bis dein Blut in den Venen gefriert. Dramatik hast du wohl nicht studiert. In deiner Quali redest du von Scheinen, die sich bei dir sammeln in der Brieftasche. Laber keine Scheiße. Beste Memes, Platz 2, Psychonik. Sei froh, dass du an mich geraten bist. Ich sag dir offen und ehrlich, dein Rap ist Mist. Von mir wirst du nicht hören, dass du gewinnst, denn ich bin ein Realist. Einfach gesagt, wirst du jetzt von mir ganz einfach gewiss. Es ist einfach Schwächen, ich sorge dafür, dass ich das Kuscheltier aus dem Royal Punchline Battle endlich verpisst. Meinte er verkraftet es, wenn ich ihm sage, dass ihn keiner vermisst. Es ist kein Geheimnis, Conny verdient sein Geld auf dem Tore-Strich. Beste Memes, Platz 1, Moonman. Ups. Alter, es ist doch nicht meine dicke Balli, ist mein linkes Ohrentauf. Tja, du bist ständig drauf, aber bist gar nicht ständig drauf. Und sag mal, wächst du nicht, du bist nicht Teil auf dem Beat. Die nächste Kategorie sind unterhaltsame Bad Bars. Diese sind nicht gerankt und haben einen gewissen Unterhaltungswert. Plötzlich wird mir klar, wie hässlich du in Wahrheit bist, verdammt. Denn du besitzt noch nicht mal Instagram. Werde dir die Augen schmücken mit ein paar Schraubenschlüsseln. Du wirst dran glauben müssen, Junge, willst du nicht die Augen schützen? Flo's Zippe ist ein Haufen Krüppel. Renne sie um wie tausend Büffel. Bin ich schei, aber breit. Meine Beat ist massiver als eine Marmorplatte. Das ständige Anheben von der Schwappelmasse deiner Mutter. Das nächste Mal gibt es Butter. Fresse euch wie beim Schnellbuffet. Ihr schmeckt scheiße wie Fencheltee. Die nächste und vorletzte Kategorie ist der beste Kommentar. Dieser geht an Jules Tyro aka Mac P und den folgenden Kommentar. Und abschließend gibt es noch drei Ehrentrophäen zu vergeben, die ich Titus gerne ja von Herzen an drei super nice Dudes vergeben möchte. Auf Platz 3 Sir Maverick, der Royal Punchline Battle Praktikant. Grüße und Liebe gehen raus. Du warst immer stets bemüht, dein Bestes hier zu geben. Dafür auf jeden Fall die Bronze Ehrenmedaille. Auf Platz 2 Justins Leben für die Auslosung des Achtelfinales und diverser oder der Achtelfinalrunden und diverser Livestreams. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Auch wenn du jetzt Fortnite spielst, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, war das sehr nett von dir. Und auf Platz 1, last but not least, auch natürlich, was jetzt die Kategorie angeht, Chaotic. Da auf jeden Fall vielen Dank für die konstruktive Unterstützung während der Organisationsphase, während der Analysen. Du hast da auf jeden Fall richtig Herzblut und Energie reingesteckt, da auf jeden Fall vielen Dank.
Und an euch alle da draußen, nehmt auf jeden Fall bei Chaotix Turnier teil, vorausgesetzt ihr seid natürlich gut genug, und reicht da eine Bewerbung ein, teilt das Infovideo, seid korrekt am Start. Ich hoffe, dieses Best-of- bzw. Trophäenvideo hat euch gefallen. Ab morgen kommen dann die Viertelfinals. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, gebt ein Abo. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir verändern sollen, oder ich speziell, sagt mir Bescheid. Und ansonsten noch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend. Peace, ich bin raus, euer Titus.